Vor dem muss ich jetzt nein. Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal Fabian Semmerich. Wir sehen hier im Durchschnitt in der Woche, 5 Jahre sind hier ausgewertet auf Löschen verrückt. Das Sortiment für den Landessortenversuch mit Winterweizen auf Lössböden umfasst in diesem Jahr 29 Sorten. Nach den Nachtfrösten bis 16. März und nachfolgend gestiegenen Temperaturen kann für den Standort Dornburg von einem Vegetationsbeginn am 20. März ausgegangen werden. Der Bestand hat den Winter ohne Schäden überstanden und präsentiert sich aktuell in einem optisch sehr guten Zustand ohne größere Mängel. Der Winterweizen hat während der Wärmephase in den Wintermonaten, insbesondere über den Jahreswechsel, weitere Bestockungstriebe gebildet und befindet sich im Entwicklungsstadium BBCH 26 bis 30. Durch die Feuchtigkeit und für die Jahreszeit wärmeren Temperaturen lässt sich hier und da bei einigen Sorten etwas Mehltaubefall feststellen. Aktuell besteht jedoch kein Handlungsbedarf. Das muss man in der nächsten Zeit beobachten, genauso ob es zu frühen Infektionen mit Heimbruch, Septoria oder Gelbrost kommt. Am 20. März erfolgte eine Herbizidmaßnahme, da sich Ehrenpreis als dominierende Unkrautart verstärkt ausbreitete. Es wird in Kürze in Abhängigkeit der Temperaturen die erste Wachstumsreglermaßnahme mit einem Chlormiquat-Produkt erfolgen. Dabei muss in der Aufwandmenge immer ein Kompromiss für die Gesamtheit der hier geprüften Sorten gefunden werden. Wir planen für unseren LSV hier am Standort ein N-Angebot über N-Min und mineralische Düngung von rund 225 Kilogramm pro Hektar. Die Analyse im Frühjahr wies einen N-Min-Gehalt im Boden von insgesamt 39 Kilogramm N pro Hektar aus. Am 22. März erhielt der Winterweizen die erste N-Gabe in Form von Ammonsulfatsalpeter in einer Höhe von 70 Kilogramm N pro Hektar. Wir sehen hier im Bild, 5 Jahre sind hier ausgewertet, auf Löschen verrückt worden, mit 95,5, 6.